Hier ist auch irgendwo noch... Ne, das war hier. Da kommen wir, glaube ich, gleich erst hin. Wenn wir da nicht mehr hinkommen, weil wir schon 98 sind und wir direkt nach Nagran gehen, werde ich auf jeden Fall da noch einmal hinfliegen. Mal euch zeigen, wo der sitzt. Wo soll er denn sitzen? Ja, wo soll er denn sitzen? Wo ist er denn? Ach, da ist der kleine Gnom. Macht ihr hier? Es ist mir eine Ehre. Ja, mir auch, aber macht nichts kaputt. Alles klärchen. Sicherung von Südhafen. Okay, was treibt die hier jetzt? Oh Gott, mit Gnome was bauen. Außenpostengebäude. Bauhinweis. Und ihr glaubt, das klappt, ja? Naja. Was auch immer das bringen soll. Das Ding scheint nicht zu explodieren. Ist ja schon mal für euch so gesehen ein Fortschritt. Dachte, ich wäre zu früh losgesprungen. Das habe ich auch schon gehabt. Stand denn irgendwo oben auf so einem Gebäude beim Mount gerufen? Und normalerweise springe ich denn los, kurz bevor das Mount gerufen wird. Bin aber eine Zehntelsekunde zu früh losgehüpft. Ja, und dann flog mein Char. Ohne Mount. Dann machte das nur noch... Und... Was soll ich sagen? Der Char war ziemlich platt. Von lebendig kann man da nicht mehr reden. In der Geisterwelt. Oh, da haben wir noch ein Bäumchen. Dann nehmen wir mal direkt mit. Sind die böse hier? Nö, die sind nicht böse. Aber hier müssen wir auch gar nicht hin. Das Bäumchen nehmen wir trotzdem mit. Weiter geht's. Weiter geht's. Ich geh dann mal. Ja, dann geh doch mal. Na 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 na, na 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 na. Okidoki, alles klar. Okidoki. Das. Der Richard. Lasst mich euch eine Geschichte erzählen. Nee, ich hab hier was für dich. Das ist jetzt wichtiger. Unsere Wege trennen sich vorerst. Ja, das hast du die ganze Zeit schon. Platziert das Geschenk auf der, auf dem Bildnis von Terrok. Geht im Schatten. Hammer. Hier, Terrok. Benutzt das Bildnis von Terrok, um Terroks Ende nachzuerleben. Sucht nach Lithic. Versammelt 5 ausgestoßene Klauen, tötet 20 wahnsinnige Ausgestoßene und benutzt das Auge von Anzu. Machen wir. Ich bin Zeuge. Der Klauenkönig wurde von seinen eigenen Weisen verraten. Sie stießen Terrok und seine Brüder in die Teiche. Das verfluchte Blut versenkte sein Fleisch und zerrüttete seinen Geist. Als er so verging, dachte er nur an eins. Seine Tochter Lithic. Sag ich ja, es ging um seine Tochter. Ich wusste nur nicht mehr von wem. Na gut, dann werden wir hier jetzt mal ein paar Leute töten und mich rächen. Das war mich. Beim Anblick ihres geschundenen Leibes verzweifelte Terrok. Und ergab sich der Dunkelheit. Doch in dieser Dunkelheit fand ihn etwas. Eine merkwürdige Kraft erfüllte den Klauenkönig. Eine Präsenz trieb ihn an. Ganz genau. Und jetzt werden wir uns rächen. An all die, die es verursacht haben, dass seine Tochter gestorben. Stirb! Ganz lustig ist hier, wir können die ganze Zeit hier 1 drücken und er macht irgendwelche Fähigkeiten. Also es ist jetzt nicht so, dass man das verkacken könnte oder so. Kommt auch mit.
Und so erschuf er sich eine neue Armee, um sich zu rächen an all die, die es gewagt haben, ihn zu verraten und seine Tochter zu töten. Also das Übliche. Tötet die Verräter, rächt die Familie. Du kommst auch mit? Wo sind sie denn? Wo sind sie denn? Was brauchen wir denn noch? Wir brauchen noch einen von den Grünen. Komm. So, dann müssen wir da hinten hin. Das kann man schon mal übersehen. Also ich habe schon ein paar Leute hier verzweifeln sehen, die das nicht gefunden haben. Warum auch immer, wie auch immer das geht. Stirb. Ja. Ich glaube, das war's auch schon. Ja. Dunkle Winde. Na gut, Fahrzeug verlassen. Fertig. Richard, mein Freund. Ja? Im Lauf der Jahre schwand die Gesundheit des Klauenkönigs. Kummer den Schleier. Während der Fluch stetig an seinem Geist zehrte. Hass auf diese Welt überkam ihn. Er gab Skettis auf und opferte sogar sein eigenes Volk auf der Suche nach Heilung. In der Hoffnung auf Genesung ihres siechenden Königs versiegelten die Krallpriester Terok in den Schatten. Und das bringt uns in die Gegenwart. Mit den Relikten und den Krallenpriestern können wir den Klauenkönig rufen. Und genau das werden wir jetzt tun. Wir werden den Klauenkönig wieder erwecken. Sind unruhig. Ruf Terok an. Piep, piep, piep. Da ist er. Kein Eindruck unter dieser Nummer. Entschuldigung. Diesen epischen Moment kaputt gemacht. Aber das muss sein. Nein, du sollst nicht lassen. Ist verboten. Na komm. Beeindruckend. Ja, ne? Finde ich auch. Bruckmar hat uns vergessen. Ihr kämpft gut. Sprecht mit Teroks Geist, um seine Kraft zu empfangen. Tötet 25 Krieger der zerschmetterten Hand, 4 Grubenmeister der zerschmetterten Hand und stellt Katka Messerfaust. Möge der Rabe über euch wachen. Okay, dann gib mir mal die Macht. Bei der Macht von Grieskuhl. Hey du. Schon mal gehört? Aufs Maul. Junge. So. In aller Orks erstmal vernichtet. Tötet die. Tötet sie alle. Orks sind nix. Nix sind sie. Nichts gönnen sie. Außer eins. Und das ist sterben. Hey, du. Hey, du? Warte mal. Uns fehlt noch einer. Warte. Warte da. Moment. So jetzt. Was? Wer seid ihr? Ich bin der Klauenkönig. Und ich komme aus dem Jenseits, die eiserne Flut zu stoppen. Was? Das reicht jetzt? Kann ich noch nicht tun. Dann. Töte die. Ja. Töte die. Töte die. Also ich mach mehr Schaden wie du.
Ich bin Charger Messerfaust. Und wenn ich etwas töte, bleibt es tot. Unmöglich. Meine Macht hat versagt. Was denn, lebst du noch? Ihr seid es also. Was? Nein, ich bin's nicht. Diesmal kann Khadgar euch nicht beschützen. Was? Geht es euch gut? Das war knapp. Ja, was? Wir konnten euch gerade noch so wegschaffen. Aber ihr habt es geschafft. Das ist doch gut. Ah, hallo. Na gut, den geben wir mal. Khadgar. Selbst an meinen besten Tagen wäre er eine Herausforderung. Meine Kinder, die Prüfungen, die euch heute erwarten, verlangen nach mehr als nur einer verblassten Erinnerung. Ihr müsst euren eigenen Weg bestreiten. Begrabt die Vergangenheit und bringt neue Helden hervor. Einen habt ihr bereits. Euch kann ich nie wieder meine volle Macht gewähren. Khadgar hat dieses Band durchtrennt. Aber solange ihr in Arrak seid, wird ein Teil von mir immer bei euch sein. Ich leihe euch meine Kraft, so oft ich kann. Ah ja, das ist ja nett von dir. Können wir irgendwann austauschen? Hier, 46. Welcher Ring ist denn hier 46? Da. Bumm. Merk. Okay. Dann haben wir das soweit fertig. Was haben wir denn hier? Anzug. Was möchte Anzug denn noch? Legt die Feder von Anzug in den Grabenkorb von Knatzwaldpass. Ja, machen wir. Wir gehen gleich Knatzwalden. Aber vorher gehen wir hier noch einmal kurz kaufen und dann reparieren. Reparieren hier mal ganz schnell. Ding. Damit die Ding repariert ist. Seid vorsichtig. Klingt logisch. Reparieren. So. Wo ist denn hier das olle Nest? Knarzwald passt. Haben wir gefunden. Dann ist da das Nest. Hallo? Für den Augenblick habt ihr meine Neugier geweckt. Ja, sagt mir, was führt euch zu uns? Rette Tillig aus den Klauen der Bestie. Steinschuppe auf den Knarzwaldpass. Machen wir. Wo ist denn Steinschnuppe? Schuppe. Ist mir doch Schnuppe. Wo ist die Schuppe? Da ist er. Nein, du kleiner Dino, du. Du bist ja ganz sicher. Ja, ganz sicher, bitte. Ja, ganz fein. Ja. Oh, guck mal, das ist doch gar nicht eingefroren. Ja, zumindest nicht so wie die anderen. Obwohl, das ist einer von den Bösen. Okay, wir gehen weg. Bösen Setix. Ganz böse Setix. Was haben wir hier? Knarzwald-Urtum. Hier, da hast du deinen Piepmatz wieder. Findet den obersten Rabensprecher Kikrika. Okay, naja. Zumindest heißt der Kikrika und nicht Kikiriki. Der Ulle Huhn. Hähnchen. Hahn. Kikirika. Kikirika. Kaka. Kaka. Ah, kennt jemand Evolution, den Film? Wenn ich gucken. Und wenn es nur wegen Kaka ist. Sprecht mit Rabensprecher Sikara im Rabenskar. Wo ist denn Sprecherin Sikara? In Rabenskar, ha? Der klingt logisch. Ja, ja, Schwarzblatt. Der Schwarmblatt. Ist zu weit entfernt. Ist der das da? Kannst du mal aufhören, mich zu hauen?
Eine blöde Pussy. So. Ich will den Baum. Bereit zur Arbeit. Eilt mir. Hier, Schwarmblatt. Wow, das tut doch weh. Ihr hautet mich so spät beinahe. Es ist der Baum. Es ist gleich 8. Überall auf den grünen Wiesen. Da war der Baum schon am Niesen. Denn die Pollen taten gar nicht gut. Aber er hatte ja das Pollengut. Das zu bringen war ihm fern. Und die Kleinen, die kreischen gern. Na toll, wieder ein Stab mit Int. Wo sind wir denn hier hin? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Da ist er. Da sind sie. Das Fräulein Sikara. Guten Tag. Tötet Jägermeister Leitzahn und 10 Klingenklauen der Blutmähen. Jagdmeister steht da nicht, Jägermeister. Idiot. Bergt 8 Schriftrollfragmente der Rabensprecher. Tötet erstmal 8 Jägermeister. Wenn du so richtig zugeknallt bist, dann geht's los. Da musst du nur noch gerade auslaufen können. Das ist gut. So. Kann ich noch nicht tun. Das kann ich noch nicht tun. Im Übrigen kann ich das noch nicht tun. Weil sie das noch nicht gewusst hat, dass was ich nicht tun kann, kann ich noch nicht tun. Das ist voll schrecklich. Ist nix. Hier ist noch einer. Da haben wir noch so ein Stück Papier. Oh, einmal schlafen. Oh, alles ist gut. Alles ist fein. Alles ist gut, alles ist fein. Wo haben wir das Papier allein? Kannst du mal auf den Vogel rumzuhauen? Böse Pussy. Zieh das Fell über die Ohren, du. Hey, da ist noch eine Pussy. Die auch gut. Warum brauchen wir ein bisschen mehr, glaube ich? Schriftrollen ab. Pussys. Ja, so viel mehr auch nicht. Aber unten haben wir auch noch einen. Einen haben wir auch noch einen. Lass mich mal durch. Lass mich, Arzt, ich bin du. Wann war der denn da? Schmitzkatze, oder was? Schmidtchen Schleichers. Lustig, lustig. Was haben wir denn noch hier? Nur so ein komisches Katzenvieh. Katzenvieh ist ja toll. Wir brauchen aber die Rolle. Da. Die Kleine mal angefetzt kommen. Die sind irgendwie eingeschläfert oder so. Oder ist der tot? Ne, der steht. Tote stehen nicht. Denke ich. Oh, war ja klar. Da, 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 da. Toll. Da soll mir jetzt geholfen haben. Nee. Sau. Ja, grunzt doch rum, ist mir doch egal. Du hast mich weggeschoben. Du hast mich von dir weggestoßen. Du magst mich gar nicht mehr. Ist auch weg. Okay, dann haben wir das schon mal fertig. Dann brauchen wir nur noch einen von den Pussykatzen hier. So. So. So.
Bringen wir das mal weg. Müssen wir hier nach nicht nochmal hier irgendwo hin? Irgendwo da oben hin?